So, wir sind live. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur heutigen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ziemlich ganz schön groß hier im Bild. Naja, gut. Wir sind heute beide im Büro und wir wollen ganz kurz mal einen Soundcheck durchführen, um zu schauen, ob ihr uns oder mich erst einmal vielleicht gut versteht, bevor wir loslegen. Alles okay, vielleicht noch mal ein, zwei weitere Stimmen von eurer Seite, alles gut, okay, dann kann es direkt losgehen. Ja, heute Abend Webinar so ein bisschen anders heute mal, Webinar Special und Special zum Thema Hebelprodukte. Und wir haben in der Vergangenheit des Öfteren von euch zurückgespiegelt bekommen, dass es von dem einen oder dem anderen gewünscht ist, dass wir einfach die Basics von Thema Hebelprodukte nochmal erläutern und mit Beispielen unterfüttern. Deswegen heute Abend Falco und ich quasi in der Rolle DZ Bank Derivate und kein Referent heute hier zu Gast. Wir übernehmen das direkt heute. Der Falco übernimmt überwiegend den Folienset und ich schalte mich dann dazu, wenn es dann um die ein oder andere, ums ein oder andere Beispiel geht, und freue mich da sehr, dass wir da ein paar Praxisbeispiele zeigen können. Ich versuche aber erst einmal, bevor wir euch die Agenda zeigen, meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das funktioniert, weil wir sind heute beide im Büro und ja, das sieht gut aus, Clean Version. So, Falco, siehst du schon meine Folien? Können wir gleich auch nochmal, du bist stumm geschaltet, okay, alles gut. Dann springen wir gleich zur Agenda-Seite, was wir heute mit euch vorhaben. Zum einen, wir haben es ja eben gesagt, also Thema heute Grundlagen zum Thema Hebelprodukte, und wir wollen einsteigen mit einer Kurzumfrage oder zwei Kurzumfragen, die wir vorbereitet haben, um euch abzuholen und einfach mal ein Stimmungsbild zu bekommen, inwieweit ihr doch vielleicht mit dem Thema vertraut seid, ne? Und dann stehen heute im Fokus die Themen Grundlagen, Optionen. Damit fangen wir an. Dann Optionsscheine sind ja die Produkte, die wir auch hier als DZ Bank anbieten, Endlos-Turbos, Mini-Futures, wobei das ja nur eine Abwandlung ist dann von den Endlos-Turbos. Die Mini-Futures wollen wir nur am Rande besprechen. Und dann nochmal ein schickes Seitwärtsprodukt, Discount-Optionsscheine, auch einmal erklären. Und dann schauen wir natürlich mit Argus-Augen auf die Fragebox und werden uns die eine oder andere Frage rausgreifen und ja, uns die Bälle eben gegenseitig zuspielen. Bevor es losgeht, die rechtlichen Hinweise möchte ich euch auch ganz kurz und knapp vorlesen. Hier relevant auf jeden Fall die orange hinterlegten Begriffe. Zum einen handelt es sich bei dem Webinar um Werbung, und wir sprechen Interessenten an mit dauerhaften Wohnsitz in Deutschland, kundige Selbstentscheider in Hebelprodukten, Anlagezertifikaten. Und wenn wir hier, wobei heute ist das nicht so relevant, weil wir keine entsprechenden Produkte mit WKN auch hier vorstellen, dient das lediglich zu Demonstrationszwecken und wir sind nicht darauf erpicht, dass das als Empfehlung zu verstehen ist, oder es besitzt auch keine Beratung, ersetzt keine Beratung. Jetzt habe ich einen kleinen Dreher drin gehabt. Und Hebelprodukte beinhalten erhebliche Risiken. Ihr seht es hier, Verletzung der Knockout-Schwelle, Totalverlustrisiken, aber natürlich auch das Emittentenausfallrisiko bitte im Blick behalten. Und jetzt glaube ich, bin ich schon am Ende und würde dann, ich schaue mal weiter, ja, genau an den Falco übergeben, der die Kurzumfragen durchführt, bevor wir dann direkt einsteigen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, bestimmt eine spannende, interessante Stunde mit euch. Ja, Markus, dann vielen Dank für die Begrüßung und die einleitenden Worte und auch von meiner Seite. Hallo, herzlich willkommen. Glaube ich, ein Novum, dass wir heute beide mal zusammen im Webinar sind. Sonst machen wir immer hier Moderator und heute spielen wir mal Good Cop, Bad Cop und spielen uns so ein bisschen die Bälle in die Hand. Genau, ich habe zwei Kurzumfragen euch mitgebracht, um euch mal so ein bisschen mit in das Thema reinzuholen und so ein bisschen Erfahrung zu bringen, wo wir denn noch so ein bisschen stehen, dass wir entsprechend den einen nicht überfordern und dann für den anderen das zu langweilig machen. Dann starte ich jetzt mal und zwar mit der ganz einfachen Frage, ob du denn in deinem Portfolio überhaupt schon Hebelprodukte jetzt mal benutzt. Also gar nicht, ob du sie kennst, sondern nutze sie wirklich auch, sei es jetzt zur Portfoliooptimierung, sei es zur Absicherung. Und dann stelle ich jetzt mal ein paar Kunden die Umfrage ein. Ui, Die das geht läuft schon, die schnell. läuft schon, die läuft schon. 70% läuft perfekt.
Wir haben also keine absoluten Beginner hier, glaube ich, nur im Sehe ich auch Grundlagen-Webinar. gerade schon, ja genau. Wir können nämlich immer live sehen, wie es aussieht. Gleich zeigen wir euch dann oder präsentieren da auch das Ergebnis. Paar Sekunden eben noch warten. 80% haben jetzt zugestimmt oder nicht zugestimmt, sondern abgestimmt. Ich würde noch kurz warten. Jetzt stagniert es, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, schließen und übertragen wir mal. Also sagen wir mal, ja, fast drei Viertel haben wir im Endeffekt schon Erfahrung und nutzen das schon. Denn wie gesagt, können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und natürlich die anderen 30%, die gesagt haben, nutzen noch nicht, jetzt zu überfordern. Und dann würde ich gleich gerne noch eine Anschlussfrage einblenden. Und zwar nämlich für diejenigen, die gesagt haben, ja, benutze ich schon, da möchten wir euch gerne fragen, für welchen Zweck denn? Ja, ist es spekulativ oder nutzt ihr das zur Portfolioabsicherung? Für diejenigen, die sagen, Portfolioabsicherung, wie geht das denn? Das erklären wir dann gleich noch, damit ihr auch seht, was man mit diesen Produkten alles machen kann. Das finde ich übrigens eine spannende Frage und ich glaube, so hätten wir es auch eingeschätzt. Du kannst gleich auflösen, Falco, aber das ist schon ein deutliches Ergebnis, was Solche hier Ergebnisse, ja. Ist interessant, weil ich weiß ja, dass der ein oder andere Verband dann auch durchaus mal sagt, der überwiegende Teil nutzt es zur Portfolioabsicherung. Ich weiß selbst, es klingt immer ganz gut, auch wenn man das Wissen hat, aber man nutzt es ja meistens dann doch eher nicht. Genau, jetzt noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, jetzt stagniert es und dann würde ich ebenfalls mal zeigen, übertragen. Klares Ergebnis. Also die meisten von euch sagen, wenn, dann nutze ich es entsprechend für spekulative Erträge. Okay, vielen Dank für die Stimmungsbild oder diese Information. Genau, jetzt mal gucken. Dann würde ich, glaube ich, den Bildschirm übernehmen, Markus, damit ich dann die Folien zeigen kann. Wir Genau, können dann. auch, glaube ich, die Kameras ausschalten, ne? Jetzt Dann für würde die ich sagen, mache die Präsentation. Kameras aus, um die Datenleitung zu schonen und dass wir eine flüssige Übertragung haben. Genau. Dann übernehme ich es einfach. Kurz Moment. Übrigens, bevor du gleich startest, vielleicht eine Frage, die ich aufgreifen möchte aus der Fragebox. Also irgendjemand oder ein Teilnehmer, ich verrate jetzt mal den Namen nicht, hat gefragt, ob das Webinar zukünftig kostenpflichtig wird. Das wird es nicht. Das möchte ich hiermit beantworten und die ein oder andere Frage greifen wir uns natürlich dann später auch auf. Also Genau. Falko, du kannst starten. Genau, ich weiß auch, woher das kommt. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gar nicht gesagt. Ich hatte ja eine neue Abschlussfrage reingestellt, die wir ja immer gerne machen, um so ein bisschen Stimmungsbild bei euch einzufragen. Und da war nämlich die Frage seit letzter Woche Montag, würdest du für dieses Webinar auch bezahlen? Wie gesagt, das ist überhaupt nicht geplant, sondern wir wollten einfach nur mal wissen, wie ist denn im Endeffekt das Ganze denn da aus? Aber wir können es hier beruhigen, auf gar keinen Fall. Das bieten wir euch natürlich weiterhin kostenfrei an. Gut, kurze Fragen haben wir. Dann gehen wir jetzt zu dem Thema Grundlagenoptionen. Ich möchte nämlich nicht euch direkt da reinwerfen, indem ich sage, ein Optionsschein funktioniert so und ein Turbo so, sondern erstmal so eine gemeinsame Basis gründen, um zu erklären, was das eigentlich ist und dass das eben auch kein Teufelszeug ist, sondern im Endeffekt wirklich auch schon sinnvollen Hand und Fuß hat, wo es herkommt. So, wir beginnen zunächst mit einem Beispiel, was eigentlich, sag mal, das Ganze damals begründet hat. Und zwar stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, wir haben hier einen Bauern, der baut natürlich Getreide an, verkauft das auch. Und jetzt hat er das Problem, dass er am Ende der Erntesaison, wenn es vielleicht dann Sommerweizen ist, der dann geerntet werden kann, nicht weiß, welchen Ertrag wird er sein. Wird es ein Dürresommer, so wie es leider ja aktuell wieder aussieht, da in manchen Ländereien auf Mecklenburg-Vorpommern, oder wird es eine gute Saison werden? Danach bemisst sich nämlich entsprechend der Preis. Gute Ernte heißt niedrige Preise deswegen, weil wahnsinnig viel Weizen eben dann zur Verfügung steht, dann sinkt der Marktpreis, ist die Ernte hingegen schlecht, ist zwar das Korn nicht von besonders hoher Qualität, aber es gibt halt weniger und dann ist der Preis relativ hoch. Jetzt kann man sagen, was kümmert das den Bauern? Nun, für ihn ist es natürlich schon interessant, kann er sich zum Beispiel einen neuen Mähdrescher jetzt schon leisten oder nicht, weil er hat entsprechend keine Planungssicherheit. Vor diesem Problem steht er. Dann haben wir auf der anderen Seite so, denjenigen, der das Ganze braucht und dann verwertet, also den Bäcker. Der braucht Getreide, auch er kennt den Preis zur Erntesaison nicht, der dann in 6 bis 8 Monaten zur Debatte steht. Und wenn er entsprechend niedrige Preise fürs Korn bekommt, kann er zum Beispiel mehr Brot backen, weil er weiß, wenn er das Brötchen und Brot günstig anbieten kann, werden die Leute mehr nachfragen. Also kaufen die Leute halt nicht drei Brötchen, sondern vielleicht fünf. Hat er hingegen hohe Preise, muss dann
also hohe Preise beim Korn, das er einkauft, und kann dann entsprechend dann die oder muss die Brötchen und das Brot teurer anbieten, wird wahrscheinlich die Nachfrage sinken. Also hat er auch die Frage, wie viele Kapazitäten muss er denn einplanen, wie viele Mitarbeiter kann er eventuell zusätzlich einstellen, wie viel Tröge braucht er und so weiter. Diese beiden stehen entsprechend vor dieser Herausforderung. Wie können die das lösen? Nun, sie vereinbaren etwas, und zwar die Idee ist, sie vereinbaren, dass sie sagen, du Bauer lieferst mir, Bäcker, eine bestimmte Menge Getreide zu einem festen Datum und Lieferort. So, dass ja nicht plötzlich der Bauer vor der Tür steht beim Bäcker und sagt, ich habe hier 17 Tonnen Getreide, wo soll ich denn abkippen? Sondern dass er genau sich darauf vorbereiten kann und sagt, dann habe ich mein Lager leer und kann entsprechend dann diese Sachen verwerten. Zu einem festen Preis. Das ist jetzt der Casus Knactus, wie es so schön heißt, denn im Endeffekt auf der Basis weiß jetzt der Bauer, er kann im September zu so und so viel Euro pro Tonne sein Getreide verkaufen und der Bäcker weiß, was er entsprechend dann bezahlen muss und kann auf der Basis dann weiterplanen. Also Planungssicherheit für beide. Dann haben beide jetzt einen sogenannten Rohstoff-Future abgeschlossen. Natürlich nicht wirklich, wenn jetzt entsprechend vielleicht zwei benachbarte Nachbarn das machen, die in einem Dorf wohnen, aber die Basis des Ganzen ist hier ein sogenannter Rohstoff-Future, der jetzt hier entstanden ist. Denn wenn es Preis- und Liefervereinbarungen am Finanzmarkt gibt, dann spricht man hier von sogenannten Optionsgeschäften. Wo kommt das Ganze her? Aus dem Lateinischen. Option, ja, ich sag mal übersetzt, frei übersetzt mit freie Wahl oder Wahlmöglichkeit. Warum? Das zeige ich euch gleich nochmal. Denn jetzt kommt es ein bisschen technisch. Was ist es im Endeffekt, ein Optionen- oder ein Optionsgeschäft? Also, es ist ein verbrieftes Recht, das heißt also ein Vertrag. Ne? Das wird nicht per Handshake gemacht, sondern dafür gibt es schon festes Regelwerk. Das heißt also, dass jemand sich ein Recht erwirbt, nicht aber die Pflicht, ein bestimmtes Produkt, in diesem Fall, jetzt gehen wir mal auf die Finanzinstrumente, etwas, was dem zugrunde liegt, also ein Basiswert. Das kann eine Aktie sein, das kann eine Anleihe sein oder in unserem Beispiel ein Rohstoff, das kann eine Währung sein, alles Mögliche, dazu kommen wir auch noch gleich, zu einem fest vereinbarten Preis, das wird also nicht nachverhandelt, sondern man weiß ganz genau, was das kostet, zu einem festen Termin kann es dann entsprechend gekauft werden oder verkauft werden. Wenn ich dieses Recht mir einräumen lasse, etwas zu kaufen, also das ist quasi die Sicht des Bäckers, wenn ihr so wollt, dann spreche ich von einem Call oder einem Long-Produkt. Wenn ich etwas, ein Recht mir einräumen möchte, um etwas zu verkaufen, dann spreche ich von einem Put oder einem Short-Produkt. In der Regel sprechen wir meistens immer von Call oder Put. Ich habe die beiden anderen Begriffe aber auch nochmal reingebracht, ja, um euch möglichst breite Informationsbasis zu liefern, wenn ihr entsprechend dann auch mal was anderes hört. So, dann Basiswert, wie gesagt, kann eigentlich alles sein, was man sich vorstellen kann. Meistens natürlich nicht in dem Bereich, wo wir ja, ich sag mal, als Bank und Privatperson zusammenkommen. Aber wenn es entsprechend dann an den Futures-Märkten gibt, kann man eigentlich alles Mögliche auf Termin kaufen, was man denn so möchte. Das ist fest vorgegeben, aber da gibt es auch so krude Sachen wie mageres Schwein, Schweinebäuche, gefrorener Orangensaft. Da gab es nochmal diesen Film, Markus, der mit Eddie Murphy, Die Glücksritter. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Das war ein ganz toller Film. Also wer verstehen möchte, wie Optionsrechte funktionieren, kann ich den nochmal wärmstens ans Herz legen. Das war, glaube ich, ein versierter Börsenmakler, der durch einen Mann, Eddie Murphy, der auf der Straße lebte, ersetzt werden sollte von zwei schrulligen Milliardären und die dann gezeigt haben, auch jemand, dem man das zeigt, auch ohne Ausbildung kann sowas liegen. Also da kam sowas ganz gut zum Tragen, lustiger Film. Und die hatten, glaube ich, damals mit gefrorenen Orangensaft und sowas gearbeitet. In der Regel sprechen wir hier in unserem Bereich meistens von Aktien, Rohstoffen oder auch Währungen. Das ist das, was wir so im Großen und Ganzen anbieten. Von Spekulationen auf Nahrungsmittel, also Soft Commodities, haben wir uns aus ethischen Gründen schon vor Jahren verabschiedet, um hier keine Preistreiberei zu betreiben. Der Käufer, der entsprechend also sich das Recht einräumt, dieses Finanzprodukt dann zu kaufen oder zu verkaufen, das ist der sogenannte Optionsinhaber. Der hat also, wenn Sie wollten, ein Stück Papier in der Hand, der sagt, ich habe mir eine Option gekauft, ich habe mir ein Recht gekauft. Derjenige, der Ihnen das Recht verkauft hat, also das wäre in unserem Beispiel hier der Bauer, der wird Stillhalter genannt. Stillhalter, Eselsbrücke, stellt euch vor, jemand hat sich ein Recht gekauft, eine bestimmte Aktie,
in einem bestimmten Zeitraum zuliefert bekommen, dann hat er entsprechend diese Option inne. Und derjenige, der dann liefern muss, der sollte möglichst natürlich diese Aktien schon in seinem Portfolio haben und dann müsste er die Füße stillhalten, denn er darf mit diesen Aktien natürlich nichts machen. Hilft vielleicht so ein kleines bisschen als Eselsbrücke, um das zu verstehen. So, was passiert jetzt? Also, wir haben den Käufer. Das wäre, wie gesagt, der Bäcker, der zahlt einen bestimmten Preis für die Einräumung dieses Optionsrechts. Dazu sagt man auch Prämie. Und wir haben den Verkäufer, der ihm sagt, also ich verkaufe dir das Recht, der bekommt dann die Prämie, hat aber eine Verpflichtung, er muss nämlich entsprechend liefern, also Getreide, oder er muss das entsprechend abnehmen, also Long oder Short. Das ist ein sogenanntes bedingtes Recht, denn der eine muss liefern, der andere kann wählen, ob er will oder nicht. Was sind die Ziele desjenigen, der entsprechend sich dieses Optionsrecht zulegt, also kauft? Was will der damit? Nun, er will sich dieses Kaufrecht sichern, logisch, und erwartet in der Regel zum Beispiel steigende Kurse eines Basiswertes. Bei der Aktie also erwartet er, dass in Zukunft diese Aktie teurer wird, als sie heute ist. Er will aber aktuell noch nicht den vollen Preis zahlen, denn ansonsten könnte ich ja sagen, naja, wenn ich davon ausgehe, dass die Siemens-Aktie im halben Jahr mehr wert ist als heute, kaufe ich einfach die Aktie, wäre das Einfachste. Er will aber aktuell noch nicht den vollen Preis zahlen, sondern er sagt, nee, ich will mir nur dieses Recht einräumen, die Aktie eventuell kaufen zu können. Das hat Vorteile bezüglich des Hebels, dazu kommen wir gleich nochmal. Wenn ich das Ganze von dieser Put-Seite betrachte, also ich räume mir das Recht ein, einen Wert zu verkaufen, dann erwarte ich in der Regel fallende Preise. Das heißt, ich habe diese Aktie vielleicht in meinem Portfolio, erwarte, dass sie fällt, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich will entsprechend meine Bestände absichern, ohne aber die zu verkaufen. Das machen durchaus auch Fondsmanager. Die haben zum Beispiel große Bestände. Stellt euch mal vor, Zehntausende von Allianz-Aktien. Es könnte eventuell sein, dass der Wert fällt. Aber dann ist es natürlich für so einen Fondsmanager sehr schwierig, seine Bestände kurzfristig zu verkaufen, ohne den Marktpreis auch nach unten zu drücken. Er ist sich aber auch nicht ganz sicher, also kauft er sich im Endeffekt eine Absicherung, eine Versicherung eigentlich, dass er die Aktie doch noch zu einem guten Preis loswerden kann, falls sie fällt. Er muss sie aber entsprechend nicht aus seinem Portfolio rausverkaufen. Deswegen könnte er zum Beispiel diesen Put sich einräumen. Und er hat die Möglichkeit, dann später zu verkaufen, aber er muss im Endeffekt sich ja nur jetzt von seinen Beständen trennen. Dann haben wir den Verkäufer, also in diesem Fall wieder der Bauer. Der bekommt eine Prämie, diese Stillhalterprämie, dafür, dass er entsprechend dann liefert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diesen Call haben, dann erwartet der fallende Kurse, also er ist anderer Meinung als der Käufer und sagt, na gut, dann wird er dieses Optionsrecht vielleicht gar nicht ziehen und ich habe die Prämie vereinbart und muss gar nicht liefern. Auf der anderen Seite, wenn wir das von der Put-Seite sehen, könnte man sagen, naja, ich habe Bestände, Allianzbestände in meinem Portfolio. Ich würde die durchaus jetzt verkaufen, aber warum hole ich mir nicht von jemandem noch eine schicke Prämie, verbillige meinen Einstandskurs und falls derjenige dann in einem halben Jahr sagt, ja, er will jetzt die Aktien von mir haben, dann habe ich so mein Portfolio und dann gebe ich sie raus. Das ist aber immer eine Frage der Meinung natürlich, beziehungsweise, das muss man ganz klar sagen, ich habe vorhin schon so auf halbem Auge so eine Frage gesehen, in der Regel geschieht sowas natürlich immer über Absicherungen. Also auch wir haben in der Regel nicht immer die Aktien bei uns im Portfolio, wenn ihr entsprechend ein passendes Produkt kauft, sondern man sichert sich dann jeweils ab. Aber es wird grundsätzlich, um das hier mal als Basis zu haben, eben diese Möglichkeit gesetzt. Das heißt also, der eine räumt sich das Recht ein und der andere verkauft dieses Recht. Gibt es schon ein paar Fragen, die wir zwischendurch jetzt nochmal reinnehmen wollen, Markus, bevor ich hier eventuell nicht auch den einen oder anderen verliere, weil es ist natürlich schon nicht so eine einfache Materie, das gebe ich zu, aber ich hoffe. Nein, das ist relativ, also es sind ein paar Fragen reingekommen, aber einige hast du schon auf der Tonspur ausgeführt und ich glaube, du solltest vielleicht erst einmal weitermachen. Wir kommen ja dann auch zu ein paar praktischen Beispielen. Ich glaube, das läuft, wenn ich da eine Frage sehe, die jetzt hier direkt reinpasst, dann
dann würde ich kurz aufschreien. Ansonsten können wir vielleicht im Nachgang, wenn wir noch ein paar Minuten haben, dann die ein oder andere Frage nochmal uns Alles anschauen. klar. Also scheut euch nicht auch zu sagen, Moment, habe ich jetzt nicht verstanden, nochmal oder das eine ist nicht noch nicht ganz klar geworden. Ne? Wie gesagt, wir wollen hier wirklich hoffentlich allem ist natürlich utopisch, wird man nie wirklich schaffen, aber wir versuchen natürlich, soweit es geht, alle von euch wirklich so mitzuholen, dass keiner hier natürlich verloren geht. Gut, dann sind das zunächst mal die Grundlagen der Option. Also nochmal zusammengefasst, der eine verkauft ein Recht, der andere kauft ein Recht. Basis des Ganzen sind ja Natural Assets, das heißt also im Endeffekt eigentlich diese Rohstoffe. Der eine hat was anzubieten, um die Preise sich zu sichern und das Ganze geht natürlich auf alle möglichen Arten von Basiswerten. Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir zu dem Thema Optionsscheine und den jeweiligen anderen sogenannten Derivaten. Derivate heißt ja nichts anderes als abgeleiteten Produkten von diesen Optionsscheinen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dieser Option, die ich jetzt gerade erklärt habe, und den Optionsscheinen? Also wie kam man von der Option zum Optionsschein? Nun, eine Option, da handelt es sich um einen sogenannten standardisierten Terminkontrakt. What the hell ist das denn jetzt? Also das soll im Endeffekt heißen, die Anbieter und Nachfrage treffen sich ja an einer Börse, da ist alles reguliert und reglementiert. Da sucht also nicht jemand irgendwas ganz Spezifisches raus, sondern es ist ganz genau geklärt. Also dann wird zum Beispiel genau gesagt, du lieferst mir am 27.09. 30 Tonnen gefrorenen Orangensaft mit, jetzt kommt der und der Farbe, dem und dem Säuregrad oder das Schwein darf maximal 18% Fett haben. Also da wird alles ganz genau festgelegt, in Anführungsstrichen bis auf die Minute, wann es genau geliefert werden muss und welcher Menge und so weiter. Und deswegen ist das Ganze standardisiert. Der Vorteil ist, das geht schnell von der Hand. Da wird also nicht rumdiskutiert, ob das Schwein nun von dort oder hier kommt oder vielleicht doch 18% oder 19% Fett haben dürfte, sondern ganz genau ist es ja kontraktiert. Und deswegen sagt man hier Standard. Das Ganze kann allerdings nur an speziellen Terminbörsen gehandelt werden. Eine ganz bekannte ist sicherlich die Chicago Board of Trade oder New York Mercantile Exchange, dass entsprechend dort an solchen speziellen Terminbörsen diese Rohstoffkontrakte beispielsweise oder auch Energiekontrakte gehandelt werden können. Das Ganze ist, wenn man jetzt von Optionen ausgeht, in der Regel nur für Profis und mit hohen Volumina möglich. Und damit das Risiko, dass entsprechend nachher jemand nicht liefern oder nicht zahlen kann, ausgeglichen ist, gibt es ein sogenanntes Margin-Konto. Es gibt einen Film, auch da kommen wir wieder zurück, der heißt, glaube ich, Margin Call oder Last Margin Calls. Da geht es im Endeffekt nämlich darum, dass der Profi muss einen Betrag von mindestens 100.000 Euro oder 100.000 Dollar hinterlegen und jeden Abend schaut dann die Börse, ist dieser Bewegung des Basispreises für oder gegen den Käufer gelaufen. Und dementsprechend, wenn es zum Beispiel gegen ihn gelaufen ist, wird von seinem Margin-Konto Geld abgebucht. Ist es für ihn gelaufen, kriegt er Geld auf das Margin-Konto dazu. Und so kann es nicht passieren, dass man ein halbes Jahr nicht reinschaut, dann ist es plötzlich 27.09. Dann soll der eine liefern und der andere soll zahlen und plötzlich stellt man fest, hoppla, der hat ja gar nicht das Geld, um das zu bezahlen. Damit das nicht funktioniert, passiert wird jeden Tag ein sogenannter Margin-Call durchgeführt. Das heißt, das Ganze wird entsprechend dann abgebucht. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass von den 100.000 nur noch ein kleinerer Betrag übrig ist, dann fragt auch die Börse bei dem entsprechenden Optionsinhaber an und sagt, du musst nachschießen. Das heißt, er hat eine Nachschusspflicht und muss das Konto wieder ausreichend auffüllen. Ihr seht schon, also da bewegen wir uns echt im Profibereich. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich aus einer Option einen Optionsschein mache. Scheinchen könnte man auch sagen. Also das Ganze wird also runtergebrochen. Ein Optionsschein ist nämlich ein von einer Bank angebotenes Produkt, das diese Optionsrechte verbrieft. Allerdings, man könnte sagen, so klein runtergebrochen, dass es auch für einen Privatanleger möglich ist. Dabei kann das Ganze eben nicht mehr standardisiert sein, sondern individuell ausgeschaltet. Das heißt also, man kann im Endeffekt einen Optionsschein so bauen, wie man ihn denn möchte. Da gibt es natürlich gewisse Regelungen, gar keine Frage, aber da ist im Endeffekt alles möglich, was man dann möchte. Dieser kann überall gehandelt werden, also an jedweder Börse und nicht nur an diesen speziellen Terminbörsen. Und es ist eben kleinste Volumina möglich, ein Stück, also theoretisch. Wir können da mal gucken, Markus, du hast, glaube ich, auch mal einen Optionsschein. Wir haben also Optionsscheine, die kosten beispielsweise nur 3 Cent. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, natürlich bei den entsprechenden Gebühren einen Optionsschein für 3 Cent zu kaufen, dann geht das. Ob das Sinn macht, ist ein anderes Thema.
aber wir reden hier eben nicht von 100.000 Euro und mehr. Und das Ganze ist eben für Privatanleger möglich. Achtung, wenn ihr euch für das Thema, was wir hier erzählen, interessiert und ihr sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren, da habe ich jetzt ein bisschen Blut geleckt, dann braucht ihr eine sogenannte Termingeschäftsfähigkeit für die höchste Risikoklasse bei eurem Broker. Das passiert auf unterschiedlichste Art und Weise. In der Regel gibt es dann eine Broschüre, die wird zugeschickt. Da muss man bestätigen, dass man die gelesen hat. Aber das sei natürlich euch ans Herz gelegt. Das ist jetzt keine Schikane, sondern natürlich sollt ihr wissen, wir bewegen uns hier im hochspekulativen Bereich. Die Chancen sind groß, aber auch die Risiken. Wir reden hier von potenziellen Totalverlustrisiken. Das heißt, das ganze Geld kann auch weg sein, wenn das nicht in eure Richtung liegt. Hier an dieser Stelle, bei uns Tonschein, an der Stelle fällt mir auch gerade noch was ein. Es gibt keinen sogenannten Margin Call, das heißt also, es wird nicht bei euch angerufen und sagt, hier, die Spekulation, die ihr habt, die läuft gegen euch, die Allianz-Aktie fällt und ihr habt doch einen Call, wir hätten noch gerne Geld. Nein, das Maximum, was passieren kann, der Entscheidende, den ihr gekauft habt, der fällt auf null und dann war es das. Aber es gibt keine sogenannte Nachschusspflicht. Ganz wichtig zu wissen, wie zum Beispiel bei Contracts for Differences oder bei anderen Optionen, da kann sowas passieren. Ich glaube, ein krasser Fall war mal, kann mich erinnern, bei einem Broker, dass dort Privatpersonen auf Volkswagen damals gesetzt haben. Das waren die Volkswagen nicht die Vorzüge, sondern die Stämme. Und dann sind die Aktien nach oben geschossen. Die hatten Optionen vergeben. Und dann musste plötzlich einer, sollte glaube ich 8,5 Millionen Euro nachzahlen. Das war natürlich nicht möglich. Also da muss man entsprechend aufpassen. Das kann bei diesem Optionsschein hier nicht passieren. Man kann also maximal das Geld auch wirklich verlieren, was man hier eingesetzt hat. Falco, vielleicht kurz eine Frage zum Aufgreifen, und zwar die kam von Matthias, sage ich jetzt mal soweit. Und zwar, dass bei unseren Optionsscheinen die Frage, ob das immer dann nur in Cash ausgeglichen wird oder ob es da auch Aktienlieferungen gibt, können wir eigentlich so beantworten, dass das hier bei den klassischen Optionsscheinen, dass da keine Aktien angedient werden, sondern dass das in Cash gesettelt wird. Das ist zumindest mir so bekannt, ja. Also es gibt ein Wahlrecht, man kann natürlich das Optionsrecht ausüben. Da reden wir, glaube ich, auch im Profibereich eher von, ich glaube, 0,5%, habe ich so mal im Kopf gehabt. Man kann natürlich, wenn man Optionsschein Long auf Adidas kauft, kann man natürlich sagen, ich hätte gern die Aktie, aber in der Regel sind die Produkte hier für kurzfristige Spekulationen gedacht. Das heißt also, ich will in 2, 3 Tagen, maximal 1, 2 Wochen von den Bewegungen profitieren und nicht den Basiswert beziehen. Wenn ich sage, ich will ein Produkt haben, was zum Schluss mir nachher was auf, da bewegen wir uns eher im Zertifikatebereich, also klassischerweise eine Aktienanleihe beispielsweise, die liefert mir ja dann den Basiswert, aber das ist hier nicht Sinn der ganzen Operation. Habe ich aber in der Tat wirklich hier bei unseren Produkten noch nicht gesehen, muss ich ganz offen sagen, ja. Also, dass du da das Wahlrecht hast in der Form, ja. Du kannst ja im Endeffekt das Optionslos ausüben und dann kannst du die Aktie beziehen. Ob das dann Sinn macht, ist eine andere Frage dann. Ja, okay, ja. Gut. Also weil du würdest die Aktie beziehen, hast sie in deinem Portfolio, dann verkaufst du sie wieder und dann hast du das Geld. Aber ich meine, hast du Gebühren über Gebühren über Gebühren. In der Regel werden die Produkte verkauft, glattgestellt und gut ist, ne? Ja, stimmt. Gut, steht natürlich in den Bedingungen drin, richtig. Muss aber man jeweils auch schauen, nicht jedes Jahr, genau. Okay. Danke. Gut, dann weiter, oder? Ja, kannst weiter. Alles klar, gerne. Genau, wie gesagt, Fragen zwischendurch immer gerne reinstellen. Genau, jetzt nochmal das Ganze zusammengefasst. Ich habe also beim Optionsschein zwei Seiten. Das eine ist der Call-Optionsschein, also Call von Abrufen in so Welt. Ich habe also das Recht, wenn ich diese Call-Option gekauft habe, aber keine Pflicht. Also ich muss nicht abnehmen, ich kann abnehmen. Einen zugrunde liegenden Basiswert, zum Beispiel eine Aktie, eine Währung, ein Rohstoff, zu einem vorab festgelegten Preis, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt also, diese Produkte haben eine endliche Laufzeit. Zeigen wir gleich mal ein Beispiel. Zu kaufen, also Call kaufen. Vielleicht auch so eine kleine Eselsbrücke. Das heißt, meine Kurserwartung sollte grundsätzlich steigend bei diesem Basiswert sein. Das Gegenstück ist logischerweise dann der Put-Optionsschein. Da seht ihr, die ersten 4 Punkte sind gleich, auch recht, und Basiswert und so weiter. Und dann die letzten 2, die unterscheiden sich. Da erwarte ich fallende Kurse, also ich habe mir ein Recht eingeräumt, diesen Basiswert dann zu verkaufen. Das heißt, ich habe ihn in meinem Portfolio und möchte mir zum Beispiel es absichern. Aber die Alternative ist meistens ja auch da. Ich erwarte fallende Kurse und ich kaufe diesen Schein. Der steigt kräftig, wenn der Basiswert fällt. Und dann habe ich entsprechend
ein Papier in meinem Portfolio, was mehr wert ist. Ich spekuliere also entsprechend auf kurzfristig fallende Kurse. Gut, dann schauen wir uns mal die sogenannten Ausstattungsmerkmale an. Es gibt nämlich wichtige Kennzahlen, die ihr unbedingt wissen solltet, wenn ihr euch entsprechende Optionsscheine mal anschauen wollt, weil danach werden die differenziert und danach solltet ihr entsprechend dann Scheine aussuchen. Welche sind das? Ganz logisch, ich brauche einen Basiswert. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ich stehe ja nicht morgens auf und sage, Mensch, ich habe heute mal Lust, ich kaufe einen Allianzschein mit einem Hebel von 3, sondern ich muss zunächst mal eine Meinung haben zu einem Basiswert. Das kann natürlich alles Mögliche sein, alles, was machbar ist, aber zunächst mal braucht ihr natürlich eine Meinung zu einem Basiswert, ob ihr die selbst erstellt habt, ob jemanden habt, der euch gute Informationen liefern könnt oder ob ihr entsprechend auch wir liefern. Ja, regelmäßig zeigen wir euch nachher mal auf unserer DZ-Derivate-Seite immer wieder Optionsscheinideen, aber ihr braucht zunächst mal eine Meinung zu einem Basiswert. So, dann, da habe ich den sogenannten Basispreis. Das ist entsprechend der Preis, der sich auf diesen Basiswert bezieht. Also zu welchem Preis kann ich kaufen oder zu welchem Preis kann ich verkaufen. Dann die Laufzeit. Die Laufzeit heißt im Endeffekt, wann endet denn dieses Optionsrecht? Denn bei den Optionsscheinen handelt es sich in der Regel um Produkte, die haben eine gewisse Laufzeit. Wir legen Produkte auf, die laufen in der Regel so 3, 6, 9, 12 Monate, ich glaube 18 Monate, Markus, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen, 24, aber dann hört es auch spätestens auf, weil danach wird es auch schwierig, das Ganze eben abzusichern. In der Regel sprechen wir da also meistens so von um die 12 Monaten. Dann endet das Produkt auch. Entsprechend dann wird entweder, müsst ihr dann beziehen oder in der Regel wird das ausgezahlt, was das Produkt noch auch wert ist. Ja, und dann kann man, ist das Produkt quasi beendet. Jetzt das sogenannte Bezugsverhältnis, heißt das denn jetzt? Also wie viele Optionsscheine brauche ich denn, um theoretisch eine Einheit dieses Basiswertes zu handeln, also kaufen oder verkaufen? Warum brauchen wir das? Nun, stellt euch vor, ihr habt eine Aktie, die kostet 80 Euro. Dann kann ich natürlich sagen, okay, der entsprechende Optionsschein, mache ich da mal ein Beispiel, der kostet 5, 8 oder 10 Euro, das passt. Wenn ich das Ganze aber auf einen Index nehme, wie den DAX, und der steht bei 13.000 Punkten, dann wollt ihr ja wahrscheinlich nicht 1.300 oder 13.000 Euro für einen Optionsschein zahlen, das macht ja keinen Sinn. Also wird das Ganze in sehr kleine Einheiten gestückelt, da sind wir wieder bei dieser einen Folie Option zu Optionsschein, und dann wird das Ganze in ein gewisses Verhältnis gesetzt, sodass ich entsprechend die Scheine auch zu sehr niedrigen Kursen kaufen kann. Der Hebel, ja, das ist eigentlich das, wovon wir, ich sag mal, der namensgebende Hebel heißt, deswegen heißt das Produkt der Hebel, Produkt. Das ist das Verhältnis der Kurs des Basiswertes zum Kurs Optionsschein. Also beispielsweise, die Aktie kostet 100 Euro und der Optionsschein kostet 10 Euro. Das heißt also, im Endeffekt, ich räume ein Recht ein, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Und je nachdem, wenn ich dann entsprechend, ist der Optionsschein immer deutlich günstiger. Und dadurch setze ich weniger Kapital ein und dann kommt ein Hebel zustande. Auch das zeigen wir gleich nochmal in einem praktischen Beispiel. Und jetzt kommt das Aufgeld. Auch da ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es immer wieder Missverständnisse und so weiter. Das heißt im Endeffekt, stellt euch vor, ihr würdet den Optionsschein kaufen und ihr würdet den sofort ausüben. Also der Bank sagen, ich will mein Optionsrecht ausüben, bitte liefert mir die Aktie XY. Dann gibt es natürlich, wie an der Börse üblich, no free lunch. Das heißt, natürlich wird dann dieses Geschäft teurer sein, als wenn ihr die Aktie direkt kauft, weil ansonsten könnte man ja sofort das immer wieder machen. Das heißt also im Endeffekt, wenn ihr entsprechend Optionsschein kauft, ihr löst das Optionsrecht aus, dann müsst ihr logischerweise ein paar Prozentpünktchen mehr zahlen, als wenn ihr die Aktie direkt kauft. Und das ist das sogenannte Aufgeld. Also ich habe es mir hier definiert, mit wie viel teurer ist der Bezug des Basiswerts gegenüber dem Direktkauf. Auch das machen wir gleich nochmal in einem praktischen Beispiel. Das sind so wichtige Ausstattungsmerkmale, die man sich anschauen muss. Und danach, also von top-down könnte man sagen, fange ich an, mir einen Optionsschein rauszusuchen. Ganz wichtig, nicht einfach nur sagen, ah, Hebel 80, super, kaufe ich, sondern auch alles andere ist wichtig. Wir wollen hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt dann auch verschiedene Kennzahlen. Da kann man ins Epische reingehen. Das sind die Griechen. Zwei habe ich euch nachher mal mitgebracht. Die werden entsprechend mit griechischen Buchstaben und Griffen bezeichnet. Deswegen sagt man dazu die Griechen. Die sind aber wichtig, damit ihr entsprechend einen richtigen Schein auswählt und nicht es dazu kommt, wie das haben wir schon öfters mal bei Kundenanfragen gehabt. Die Idee war grundsätzlich gut, aber das falsche Produkt gekauft und dann geht die Spekulation leider so nicht auf. Gut, dann gehen wir mal in die Praxis.
von der reinen Theorie jetzt mal ans Eingemachte, damit entsprechend das Ganze auch mal sieht, wie das denn funktioniert, weil nur so, glaube ich, kann man das auch wirklich ergreifen. Also ich habe euch mal einfach mitgebracht, die Aktie der, ja, gut ausgedachten Muster AG. Angenommen, diese Aktie der Muster AG kostet 100 Euro. Jetzt haben wir einen Call-Optionsschein und dieser Call-Optionsschein kostet, beziehungsweise hat einen Basispreis von 100 Euro. Also dann Laufzeit 12 Monate und das Bezugsverhältnis ist 1:1. Das heißt also im Endeffekt, ich kann, um das die ersten drei Sachen, die hier stehen, in einen Satz zu packen, ein Call, den ich kaufe, berechtigt mich zum Kauf von einer Muster AG Aktie für 100 Euro in 12 Monaten. Das heißt im Endeffekt das zusammengefasst. Und dieses Recht, was ich mir hier einräume, das hat einen gewissen Preis. Und dieser Preis, den habe ich jetzt einfach mal da hingeschrieben, der kostet 5 Euro. Das ist die Prämie. Jetzt kann ich schon mal eine Begrifflichkeit erklären, und zwar das Aufgeld. Stellt euch vor, ihr kauft also den Optionsschein 5 Euro, würdet sofort ausüben. Das heißt also, dann zahlt ihr 100 Euro für die Aktie, Basispreis, 5 Euro Prämie, also 105 Euro. Und ihr würdet dann im Endeffekt eine Aktie in euer Portfolio gebucht bekommen zu 100 Euro. Dann macht das natürlich aktuell wenig Sinn, weil ihr habt ja 105 bezahlt, 100 würdet ihr bekommen. Also würde eine Ausübung dieses Optionsgeschäfts jetzt sofort 5 Euro Aufgeld bedeuten. Das heißt also, ihr müsstet 5% mehr zahlen, als wenn ihr die Aktie einfach ganz normal für 100 Euro am Markt kauft. Aufgeld ist zunächst mal nichts Schlechtes. Aber wenn ich verschiedene Optionsscheine, die ähnlich sind, ähnliche Laufzeit vielleicht haben und ähnliche Basispreise, sollte ich die miteinander vergleichen und gucken, dass das Aufgeld natürlich nicht zu hoch sind oder ist, weil ansonsten zahle ich einfach zu viel für diesen Preis. Deswegen ist das Aufgeld hier auch eine relevante Kennzahl. Jetzt nehmen wir mal an, dieser Kurs, diese Muster AG, unten haben wir die Zeitachse. Auf der anderen Seite haben wir den Preis, die bewegt sich jetzt im Laufe der nächsten 12 Monate. So, das heißt im Endeffekt, wir gehen davon aus, die Aktie fällt mal runter auf 80, sie geht mal hoch auf 120 und am Ende der Laufzeit bewegt sie sich wirklich auf die 120 zu. Was passiert da mit meinem Optionsschein? Nun, hier mal ausgerechnet, ich kaufe also den Optionsschein und am Ende der Laufzeit ist die Aktie bei 120 Euro. Wunderbar, also die Aktie ist gestiegen, ich hatte auch ein gewisses Preisverhältnis im Kopf, dann macht es natürlich absolut Sinn, das Optionsrecht auszuüben, denn die Aktie kostet 120 Euro, ich kann sie von der Bank zu 100 Euro beziehen, heißt, ich habe 20 Euro Kursgewinn gemacht. Die Idee ist im Endeffekt, also ich kaufe die Aktie zu 100, also ich übe das Optionsrecht aus, verkaufe sie sofort am Markt, das ist also grundsätzlich die Idee, die hier hinter steht. Dann habe ich ja noch 5 Euro Prämie gezahlt. Die gehen von meinen 20 Euro Kursgewinn noch runter. Das heißt also, ich bin bei 15 Euro Gesamtgewinn. 5 Euro habe ich also insgesamt als Prämie bezahlt. 15 Euro macht mein Gesamtgewinn. Die Rendite also 300% in diesem Beispiel. Um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ist die Frage, was wäre gewesen, hätte ich die Aktie gekauft? Nun, ich hätte die Aktie für 100 gekauft. Zu 120 hätte ich sie später verkauft. Hätte ich 20 Euro Gewinn gemacht, Rendite 20%. Und hier zeigt sich jetzt der Hebeleffekt, weil ich entsprechend nicht gleich 100 Euro einsetzen musste, um die Aktie zu kaufen, sondern ich habe mir nur ein Recht eingeräumt, habe ich also wesentlich weniger Kapital eingesetzt und durch den Hebeleffekt aufgrund des geringeren Kapitaleinsatzes habe ich hier statt 20% Rendite 300% Rendite rausgeholt. Und das ist eigentlich jetzt der Punkt, an dem wir sagen, okay, das ist eigentlich das Tolle an diesen Produkten, wenn es dann in die richtige Richtung läuft, vielleicht nur das Gegenbeispiel, dass ich entsprechend dann hier also deutlich mehr Rendite rausholen kann. Was passiert denn, wenn jetzt das Gegenteil passiert? Also ich habe mal angenommen, die Aktie fällt auf 80 Euro. Ich gehe nochmal kurz zurück. Stellt euch vor, die Aktie würde also entsprechend bei diesen 80 Euro, die wir hier unten sehen, bleiben. Sie würde also entsprechend nicht steigen. Was ist dann? Nun, dann macht das Ausüben des Optionsrechts natürlich keinen Sinn. Weil warum soll ich denn von der Bank eine Aktie zu 100 Euro anfragen, wenn die am aktuellen Markt nicht nur zu 80 verkaufen kann. Macht keinen Sinn. Das heißt, ich lasse mein Optionsrecht verfallen. Die 5 Euro sind weg. Heißt aber, meine Rendite liegt bei minus 100% Totalverlust. 5 Euro ist nicht viel, aber im Endeffekt effektiv gesehen habe ich mein ganzes Geld dann verloren. Hätte ich hingegen die Aktie gekauft
100 Euro gekauft, jetzt ist es aber 80, hätte ich nur eine Rendite von minus 20%. Auch nicht schön, aber ich hätte immer noch meinen Großteil meines Geldes da. Und ich kann das Ganze natürlich in Anführungsstrichen aussitzen. Das heißt, wenn die Aktie grundsätzlich wieder irgendwann steigen sollte, kann ich sie laufen lassen. Das geht beim Optionsschein nicht. Der ist irgendwann weg und im Endeffekt, der kommt auch nicht wieder. Also ich müsste dann was Neues kaufen. Das heißt, Achtung, der Hebeleffekt wirkt natürlich in beide Richtungen. Also den hohen Chancen stehen auch hohe Risiken gegenüber. Gut, jetzt ist die Frage, wie entsteht denn dieser Preis dieses Optionsscheins? Ich habe vorhin mal so 5 Euro reingehauen. Woher kommt der denn? Das war jetzt natürlich mal ein Beispiel. Aber der Kurs eines Optionsscheins, der berechnet sich aus zwei Faktoren. Und zwar der sogenannte innere Wert und der Zeitwert. Das will ich euch hier im Laufenden zeigen. Das ist nämlich auch wichtig. Da gab es immer auch wieder Fragen, warum steigt ja mein Optionsschein nicht so, wie ich mir das ausgerechnet habe. Wieso steigt er nicht um 50%, wenn der Hebel 50 ist und so weiter. Nun, der innere Wert, der kann erklärt werden als die Werthaltigkeit des Optionsrechts. Also was ist es wert, wenn ich diesen Optionsschein in meinem Portfolio habe? Und er rechnet sich, indem ich hier berechne, der Kurs des Basiswerts minus den Basispreis. Das ist in unserem Beispiel hier der Basiswert. Also die Aktie war am Laufzeitende ja 120 Euro wert und der Basispreis, zu dem ich das Optionsrecht ausüben kann, wäre 100 Euro. Das heißt also am Laufzeitende, wenn ich den Optionsschein in meinem Portfolio hätte, dann hätte dieses Optionsrecht einen inneren Wert von 20 Euro. Das heißt, das ist das im Endeffekt, was ich mir gekauft habe. Das ist auch eine Idee natürlich des Optionsscheins. Wenn der Basiswert steigt, dann wird dieses Optionsrecht immer mehr wert. Das habe ich, das kann ich dann wieder am Markt verkaufen. Und das ist im Endeffekt die Spekulation, die ich im Großen und Ganzen hier habe. Jetzt kommt noch eine zweite Komponente hinzu und die macht das Ganze etwas schwierig, kann man so sagen. Und da gibt es auch immer wieder Fragen. Beziehungsweise, Entschuldigung, bevor ich dazu übergehe, nochmal beim Thema innerer Wert eine Begriffserklärung. Da habe ich euch entsprechend hier diese Grafik aufgezeichnet. Stellt euch vor, wir haben hier auf der linken Seite den Kurs der Aktie, unten haben wir den inneren Wert und jetzt gibt es drei Begrifflichkeiten, die ich hier kurz nennen können möchte. Und zwar in der Mitte haben wir diese 100 Euro der Muster AG. Und wenn im Endeffekt die Aktie unter 100 Euro ist, dann hat der im Endeffekt der Optionsschein keinen inneren Wert. Man sagt dazu aus dem Geld, also unter 100 Euro. Ist der genau 100 Euro oder in etwa an dem, dann sage ich, der Optionsschein ist am Geld. Und ist die Aktie über 100 Euro, also hat das Produkt einen inneren Wert, dann sagt man im Geld. Das gibt es auch im Englischen begriffen, dann heißt das out of the money, at the money und in the money. Das ist entsprechend auch immer wert, wichtig zu wissen. Die Optionsscheine, die aus dem Geld sind, die sind in der Regel sehr spekulativ, weil ich habe keinen inneren Wert. Ich habe nur den Zeitwert, den ich gleich erkläre. Und beim im Geld, da habe ich im Endeffekt beides. Da bewegt sich das Ganze nicht so stark. Das heißt, die höchsten Hebel habe ich in der Regel, wenn ich aus dem Geld bin. Die größte Reagibilität auf Kursbewegung sind am Geld. Denn da entscheidet sich ja, wird der Optionsschein was wert in Zukunft oder nicht. Und da sind im Endeffekt die Bewegungen aber am stärksten. Und dann habe ich den sogenannten Zeitwert. Das ist im Endeffekt dann die Prämie, die die Bank von euch, wenn ihr diesen Optionsschein kauft, haben möchte, für das Risiko, dass hier entsprechend sie euch in Zukunft einen hohen Preis zahlen muss. Also das ist die Prämie für Chance auf Werthaltigkeit im Zeitauflauf, also in der Zukunft. Das heißt, das Produkt läuft ja vielleicht nur 6 Monate und in den 6 Monaten kann viel passieren. Derjenige, der euch entsprechend diesen Optionsschein verkauft, der will eine Erstattung haben für das Risiko, was er reingeht. Das kann ich errechnen, indem ich sage, ich habe den Preis des Optionsscheins minus dem inneren Wert. Der Rest, der also übrig bleibt, ist logischerweise der Zeitwert. Also wenn der Optionsschein beispielsweise 22 Euro kostet und der innere Wert ist 20 Euro, habe ich logischerweise 2 Euro sogenannte Zeitprämie. Der Zeitwert ist immer positiv, aber er ist von verschiedenen Faktoren abhängig und er sinkt natürlich im Zeitablauf, denn es ist klar, ich habe einen besseren Blick auf was nächste Woche geschieht, als auf das, was in 3 Monaten sein könnte. Und der Zeitwert ist aber das, wo man aufpassen muss, dass ich entsprechend meine Spekulation richtig aufgeht, weil der ist natürlich schwer zu kalkulieren. Ich habe hier nochmal eine Grafik mitgebracht. Im Laufe der Restzeit nimmt er natürlich immer weiter ab, bis er entsprechend dann ja meistens so einen Monat vor Ende der Restlaufzeit stark nach unten geht und dann fast auf Null fällt.
Wodurch wird der innere Wert beeinflusst? Ausschließlich durch die Bewegung des Basiswertes. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Steigt der Basiswert, wird der Call werthaltiger, weil der innere Wert steigt. Beim Put fällt er. Also dann, wenn sprechen wir, der Basiswert steigt, habe ich mit dem Put mit, sagt man, Tomaten gehandelt. Ja, ne? Also nicht das richtige Zitronen, danke Markus, nicht nur an Zitronen, habe ich das falsche Produkt. Fällt der Basiswert, bin ich mit dem Call nicht auf der richtigen Seite, mit dem Put hingegen funktioniert es, da habe ich entsprechend das Richtige. Der Zeitwert, der wird mit abnehmender Restlaufzeit immer weiter runtergehen. Dafür ist wichtig dieses sogenannte Theta. Das ist eine dieser Griechen, die zeigen euch an, wie viel verliert der Optionsschein pro Tag, wenn entsprechend der Zeitwert immer weiter voranschreitet. Da gibt es so eine Kennzahl, da zeigt sich im Endeffekt, was passiert, wenn eigentlich nichts sich verändert, außer dass ein Tag verstreicht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Optionsscheine sind sehr abhängig davon, wie die zukünftige Bewegung des Basiswerts sein soll. Also, wie stark schwankt denn die SAP oder die Allianz-Aktie in Zukunft? Schwankt sie sehr stark, dann ist das Risiko wieder groß für die Bank, euch dieses Optionsrecht einzuordnen oder einzuräumen. Dann verlangt sie sehr viel Prämie. Ist das Risiko niedrig, also schwankt die Aktie erwartbar sehr niedrig, dann im Endeffekt ist die Prämie niedrig. Diese Komponente wird durch das oder durch die Kennzahl Vega gekennzeichnet. Wie funktioniert das oder welche Reaktivität ist da? Also egal, ob ich nun Put oder Call habe, wenn die implizite, also die vom Markt erwartete Volatilität auf diesem Basiswert steigt, steigt der Call als auch der Put. Und Umkehrschluss, wenn entsprechend die implizite Volatilität runtergeht, geht sowohl beim Call als auch beim Put runter. Und ganz wichtig, der Effekt der Vola kann so heftig sein, dass er den Basiswertbewegung überkompensiert. Das beste Beispiel, was ich hatte, kurz nach Corona, das war dann so im Mai, haben einige Kunden Calls auf den DAX gekauft, weil sie sagten, naja, der steht jetzt bei 8.500 Punkte, der wird wohl kräftig nach oben schießen und dann bin ich mit dem Call auf der sicheren Seite. Grundsätzlich richtiges Problem ist, die Vola lag beim DAX bei 80%. Dann ist sie runtergegangen auf 30% und der Vola-Effekt hat den ganzen Optionsschein schon so platt gemacht, dass auch die Steigerung von 8.500 auf 10.000 Punkte im DAX den Optionsschein nicht in die Gewinnzone gebracht hat. Das heißt, die Idee war richtig, falsches Produkt und deswegen ist hier Volatilität ganz besonders entscheidend. Also wenn die Vola kräftig runtergeht, dann ist der Optionsschein nicht das Richtige. Sollen wir da, die Zeit rast sich gerade, sollen wir da mal ein Praxisbeispiel eintüten? Ansonsten genau, mach du bitte erstmal ein praktisches Beispiel, genau. Da kannst du mal ein bisschen kurz verschnaufen, um einfach mal zu zeigen, wie das denn ausschaut. Haben wir ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld. Moment. Und zwar, so, jetzt müsste es gleich kommen. Also wir haben mal ein Produkt ausgewählt, da kann man genau den Effekt sehen, den der Falco eben auch besprochen hatte. Siehst du schon meine Slide? Okay, perfekt. Also wir haben einfach einen Optionsschein hier genommen, Long in dem Fall auf die SAP, Laufzeit 23, März 23. Man sieht hier ganz schön, dass hier der Basispreis Long 95 Euro beträgt und die Aktie steht hier unten bei knapp 90 Euro. Und bevor ich gleich zu den Szenarien komme, seht ihr ganz schön auf unserer Seite die verschiedenen Parameter. Und eben war auch eine Frage bezüglich Hebel. Also was hier halt angegeben ist bei den Optionsscheinen, eigentlich der ehrlichere Hebel ist das Omega hier oben. Ja, das ist, berechnet sich, indem man den Hebel multipliziert mit dem Delta des Produktes. Delta ist eben die Veränderung des Basiswertes im Verhältnis zum oder Optionsscheinverhältnis zum Basiswert. Und man sieht hier unten ist beispielsweise bei uns ein Delta angegeben, hier von knapp 0,5. Wenn man das mit dem Hebel multipliziert, dann kommt man auf das Omega. Ja, so. Denn wenn man jetzt den Hebel berechnet, dann berechnet man wie folgt, das ist hier gar nicht abgebildet. Nimmt man den Kurs des Basiswertes, sprich 90 Euro, multipliziert das mit dem Bezugsverhältnis 0,1 und teilt es dann durch den Kurs des Optionsscheines. Und da kommt man hier in dem Fall auf 15 Euro, aber dieser Hebel funktioniert, also diese Berechnung funktioniert nur für Optionsscheine, die tief im Geld sind. Ansonsten drückt es das nicht aus, was man eigentlich als Anleger sehen möchte, und zwar die Veränderung des Optionsscheins im Verhältnis zum Basiswert. Und das ist hier in dem Fall der sechsfache Hebel oder 6,5-fache Hebel.
Um jetzt den Effekt mal zu zeigen, habe ich einen Optionsscheinrechner einfach mal angeschmissen hier. Wir haben auch einen auf unserer Seite, aber ich habe jetzt mal bei Onvista geschaut. Und wir hatten ja eben gesagt, okay, aktuell steht der Basiswert bei 90 Euro. Und wir haben gesagt, na, was passiert denn eigentlich, wenn die Laufzeit, wenn ich vor Laufzeit verkaufen möchte, also Dezember 22 und der Kurs geht hoch auf 100. Dann habe ich im Prinzip der Schein, ich springe nochmal kurz rüber, kostet ungefähr 60 Cent. Dann würde ich im Prinzip ein 43-prozentiges Plus erwirtschaften und der Schein würde bei 81 Cent stehen. Und jetzt kommt der Effekt, den der Falco angesprochen hat, beim Call-Optionsschein, wo man eben die verschiedenen Einflüsse berücksichtigen muss. Wenn jetzt, das ist ja die richtige Herangehensweise mit dem Call, wenn jetzt der Basiswert steigt um 100, auf 100, von 90 auf 100 Euro, aber die Volatilität, die hier aktuell bei knapp 27% eingepreist ist, auf 15 fällt, mit derselben Laufzeit, dann trete ich quasi auf der Stelle, obwohl der Basiswert angestiegen, also der Basiswertpreis angestiegen ist oder der Referenzkurs angestiegen ist. Und da muss man eben aufpassen. Das ist beim Put-Optionsschein einfacher. Dann da wirken im Prinzip beide Kräfte in dieselbe Richtung. Der Basiswert fällt, darauf setze ich ja beim Put und die Volatilität steigt an. Dann haben wir nochmal einen dritten Fall hier mitgebracht, wo man einfach sieht, naja gut, der Kurs steigt auf 100, aber die Laufzeit ist kürzer gewählt. Also da ist eben auch der Laufzeiteffekt wichtig und dann hätte man hier statt den 43 sogar 67% plus gemacht. Das soll im Prinzip mal die eine, und dann wollte ich euch vielleicht nochmal aus Bloomberg, ist vielleicht jetzt viele Informationen, aber nicht, dass die Zeit uns wegläuft, dann habe ich nochmal von Bloomberg euch einfach einen Chart aufgerufen, wo ihr seht, dass sich natürlich die Volatilität hier, ja, dass sie nicht eine Gerade ist, sondern dass es davon abhängt, ob ich im Geld bin oder aus dem Geld, am Geld oder im Geld bin. Und das sieht man eigentlich auch ganz schön hier, wo habe ich es dann an der Kurve, die man einfach hier hat, ne? Und ich will jetzt gar nicht tiefer aus Zeitgründen eingehen, aber man sieht halt schon, dass diese Kurve, man wird ja auch als Smile bezeichnet, dass man da andere Volatilität hat am Geld als Außengeld oder im Geld. Ja? Und das soll euch einfach nochmal ein paar Effekte zeigen. Ja, das kannst du vielleicht noch weitermachen. Genau, danke. Lass ruhig die Folie nochmal ganz kurz da. Also genau, wichtig ist im Endeffekt, dass ihr, wenn ihr Optionsscheine kauft, müsst ihr euch nicht nur Gedanken machen, wohin bewegt sich der Basiswert, also steigt er oder fällt er, sondern wohin bewegt sich die vom Markt erwartete Volatilität, also die zukünftige Schwankung. Das ist echt schwierig, weil auch über Volatilitäten, also wir zeigen euch hier Bloomberg-Daten, das ist hier über, wir haben es öfters mal auch schon mal probiert, über normalerweise freie Portale auch gar nicht verfügbar. Das heißt also, hier muss man sich wirklich die Gedanken machen, was erwartet denn der Markt an Schwankungen in der Zukunft? Wenn es sich so ein bisschen verändert, ist das nicht das Thema, dann wenn der Basiswert sich ausreichend bewegt. Aber wie gesagt, Warnung hier, wenn man das Ganze nicht berücksichtigt, beste Beispiel, wie gesagt, DAX-Wohler kaufen bei 80 und der DAX steigt, aber die Volatilität geht zurück, halbiert sich, dann macht euch das Ganze eben den Schein kaputt. Das heißt, die Idee war gut, aber funktioniert nicht so wie gedacht und deswegen zeigen wir euch das hier nochmal besonders. Genau, dann gehe ich mal wieder zurück auf meine Folie. Und mit dem Optionsschein bin ich nämlich auch fast jetzt durch und habe nochmal zusammengefasst, was sind denn jetzt die Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken. Also ganz logisch nochmal zusammengefasst, wenn ich einen steigenden Basiswert erwarte, dann kaufe ich einen Call, erwarte ich, deswegen mal kurzfristig angestellt, den fallenden Basiswert Put. Also man sollte das Produkt auch nicht hier monatelang sein Portfolio drin lassen, das ist eher für kurzfristige Spekulation gedacht, dann kaufe ich einen Put und ich erwarte eben konstante oder anziehende implizite Volatilität, damit euch die Vola entsprechend dann hier nicht in die Suppe spuckt. Was sind die Chancen? Ich habe überproportionale Ertragschancen, also gegenüber dem Direktinvestment kann ich viel mehr Rendite erwirtschaften, weil ich ja nur deutlich weniger Geld einsetze. Ich kann in steigenden, aber auch in fallenden Märkten Rendite erwirtschaften, also gegenüber einer Aktie, da kann ich ja weitestgehend von Dividenden jetzt mal abgesehen nur dann Erträge erwirtschaften, wenn die Aktie steigt, also der Markt und auch das Unternehmen steigt. Ich kann Volatilität nutzen, also es muss nicht so sein, dass das Ganze nervt hier mit der Volatilität, ganz im Gegenteil, wenn ich also zum Beispiel erwarte, ja, da wird jetzt nochmal die Vola deutlich anziehen. Ich erinnere mich an verschiedene Webinare, die wir auch hatten mit Feingold Research, die beispielsweise gesagt haben, wenn die DAX-Vola auf 15 fällt, kann man
sehr oft immer DAX Long gehen, weil dann entsprechend dann meistens bei Vola 15, da dreht der Markt, dann steigt die Vola und ich habe noch Kurseffekte. Oder ich habe eine ganz klare Erwartung, dass ich sage, da hat eine Aktie jetzt im Endeffekt bald ordentlich Bewegung drin, also kann ich hier so einen Vola Play machen. Die Produkte selbst können nicht ausgenockt werden. Ich greife hier mal ein bisschen den Turbozaun schon zurück. Das heißt also, selbst wenn der Basiswert während der Laufzeit kräftig fällt, kann nichts passieren. Also er kann maximal auf Null fallen, aber er ist nicht tot, sondern er läuft halt durch bis zum Ende der Laufzeit. Und wenn die Aktie dann wieder steigt, zum Beispiel beim Call, kann das Produkt auch wieder werthaltig werden. Da, worüber schon überproportionale, Entschuldigung, Risiko- oder Ertragschancen sind, dann natürlich auch überproportionale Risiken. Das heißt, das Totalverlustrisiko wird ja hier mal lesen. Das heißt, ich kann mein ganzes eingesetztes Geld verlieren. Also von den 5.000 Euro, die ich einsetze, können im Endeffekt null übrig bleiben. Das ist das Risiko. Der Zeitwert, der ist wie gesagt nur bedingt transparent. Der wird berechnet mit so einem lustigen Monte-Carlo-Simulation. Das kann man fast nicht nachrechnen. Das ist also eine Gemengelage aus diversesten Kennziffern. Und das ist dann immer sehr schwierig. Den inneren Wert kenne ich, aber das andere ist sehr schwierig zu nachzuvollziehen. Im Endeffekt, da muss ich also ein bisschen aufpassen. Das ist nicht so ganz easy. Und ich habe nur eine begrenzte Laufzeit. Das heißt also, im Endeffekt, wenn die Aktie zwar in einem halben Jahr wieder anzieht, aber mein Optionsschein ist nach 3 Monaten wertlos ausgelaufen, hilft mir das nicht weiter. Genau. Deswegen, weil die Optionsscheine beim Zeitwert und der Volatilität solche Schwierigkeiten bereiten oder nicht so ganz einfach sind, wurde vor einiger Zeit die sogenannten Endlos-Turbo-Scheine entwickelt, kann man sagen. Und dann kommen wir vorhin zu der Frage, wo ist der Unterschied zwischen Optionsscheinen und Endlos-Turbos? Endlos-Turbos haben die dolle Eigenschaft, dass sie kaum von der Volatilität abhängig sind. Das heißt, der Volatilitätseinfluss wird minimiert, er ist kaum vorhanden und dadurch wird die Preisgestaltung dieses Produktes sehr transparent. Denn der Kurs des Turbos errechnet sich im Großen und Ganzen ausschließlich, indem ich den Basiswert, also der Kurs der Aktie, minus den Basispreis rechne und eventuell ein Bezugsverhältnis. Wenn wir das Beispiel aufgreifen, was wir vorhin hatten, da kostete die Aktie, wenn ihr jetzt mal in die Klammer schaut, zum Schluss 120 Euro. Der Basispreis, zu dem ich dann die Aktie beziehe, liegt bei 100. Also ich rechne 120 minus 100. Das multipliziere ich mit dem Bezugsverhältnis, in diesem Beispiel 1,0, und dann komme ich auf 20 Euro. Also, wenn ihr so wollt, der innere Wert, den ich vorhin beim Zonenschein hatte, das heißt, ich habe hier keinen Zeitwert. Das Produkt hat also im Endeffekt eine deutlich einfachere Rechnungskonstante. Es gibt auch Varianten mit endloser Laufzeit, das sind dann so Endlos-Turbos. Das heißt also im Endeffekt nicht unbedingt dafür gedacht, dass ich was aussitzen kann, aber die Produkte sind also nicht, ich sag mal, na, haben keine begrenzte Laufzeit, sondern im Endeffekt kann ich sie lange laufen lassen. Ob das dann jeweils Sinn macht, muss man schauen, aber das ist eben der Vorteil, dass man auch nicht ständig neue Produkte braucht. Was sind die Nachteile? Nun, ich habe im Gegenzug, dass ich entsprechende unbegrenzte Laufzeit habe, eine sogenannte Knockout-Barriere. Und jetzt habe ich hier das Beispiel nochmal mitgebracht, hier rechts im Chart. Da hatten wir ja vorhin gezeigt, der Kurs kann ja zum Beispiel mal auf 80 Euro fallen. Angenommen, der sogenannte Barriere, also die Knockout-Barriere läge bei 80, sobald dann Intraday diese Barriere berührt oder unterschritten wird, man sagt dazu verletzt, dann verliert das Produkt, wird das Produkt sofort wertlos, unabhängig davon, ob noch Laufzeit hinten dran kommt oder nicht. Dann ist das Produkt sofort weg vom Fenster und es kann sich entsprechend auch nicht mehr erholen. Das ist auch, wenn die Aktie danach, wie in diesem Beispiel, steigt, dann, auch hier habe ich wieder mit Zitronen gehandelt, dann ist das Produkt tot und wird nicht wieder aufgelegt. Bei Endlos-Turbos habe ich zudem als Bank ja kein Wissen darüber, was ich an Kosten einrechnen kann. Und deswegen kommen hier sogenannte Finanzierungskosten dazu. Die werden täglich da drauf gerechnet. Das ist bei Aktien nicht so ein Drama, aber bei Aktien, beziehungsweise bei Aktienindizes durchaus relevant. Das zeige ich gleich nochmal. Auch da müssten wir entsprechend immer berücksichtigen, warum es sich nicht lohnt, diese Produkte eben ewig in seinem Portfolio zu belassen. Die Preisentwicklung des Turbos, wie gesagt, sehr transparent. Steigt der Basiswert, steigt der Call, der Put fällt und umgekehrt natürlich genauso. Jetzt kommen wir zu diesem Thema Finanzierungskosten. Was ist denn das? Ich glaube, dann würde ich es mal kurz nur an Markus übergeben, weil der kann nämlich, wenn es passt für dich, Markus, da kann man nämlich an einem praktischen Beispiel mal die Finanzierungskosten zeigen und dann mache ich das Beispiel hier gleich nochmal auf. Aber dann würde ich mal kurz an dich übergeben. Dann kannst du nämlich
mal Praxis zeigen, wo ihr das auch findet, was das dann ist. Und dann kläre ich das gleich nochmal an einem Beispiel, wie man das berechnet. Ich versuche es auf jeden Fall. Da war ich jetzt gar nicht so vorbereitet, aber das kriegen Ja, wir das schon fällt mir hin. gerade ein. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich da Nee, nicht aus dem nee, Konzept gebracht. das macht ja gar nichts. Das ist einfach nur so manchmal so ein bisschen Zeitthema, weil ich war schon auf die Discount-Optionsscheine eingeschossen, aber die zeige ich am Ende noch mal ganz kurz, wobei wir das vielleicht auch noch mal vertagen sollten. Also, ich zeige euch das Ganze. Das ist jetzt die alte Maske hier und gehen jetzt einfach mal hier bei uns auf der Seite über Hebelprodukte rein, über Endlos-Turbos. Und wählen uns jetzt irgendein Endlos Turbo aus. Jetzt nehmen wir mal Endlos Turbo Long, nehmen da jetzt, um da mal im Bild zu bleiben, die SAP-Aktie. Und da gibt es natürlich auch wieder einige. Und wir greifen uns einfach nur mal ein Endlos Turbo raus. Und da sieht man eigentlich hier relativ schön erstmal die Überschrift, worum es geht. Endlos Turbo. Genau, hat kein Laufzeitende. Und dann sehen wir natürlich auch, und das ist eben der Punkt, dass wir Finanzierungskosten haben, und das läuft hier bei Stammdaten, sieht man das hier über den Bereinigungsfaktor. Und im Prinzip ist es nichts anderes, als dass jetzt hier bei den, bei, dass die Knockout-Barriere Stück für Stück über die 360 Tage angehoben wird. Und das bedeutet im Prinzip, wenn nichts passieren würde in dem Schein oder im Endlos Turbo Long in dem Fall und keine Kursveränderung eintritt, würde dennoch nach einem Jahr die Barriere sich nach oben hin so anpassen, so dass wir einfach der Schein wird günstiger und weniger Puffer. Es könnte sogar im Fall, dass man ein Produkt gewählt hat, das relativ nah an der Knockout-Schwelle ist, könnte es sogar ausnocken, obwohl der Kurs des Basiswerts sich gar nicht verändert. Was man dazu sagen muss, ist, dass dieser Bereinigungsfaktor oder die Finanzierungskosten von Produkt zu Produkt verschieden sind, also teilweise von Asset-Klasse zu Asset-Klasse. Also man muss da immer schon reinschauen. Dies ist nicht immer 3%, das kann voneinander abweichen. Und das ist eben ein Faktor, den man berücksichtigen sollte, den Zinsfaktor hier, weil man ja auch deutlich günstiger einkauft als Anleger. Und ja, das ist das, woran wir natürlich Geld verdienen. Aber in der Regel werden diese Produkte ja auch nicht wirklich ein Jahr gehalten. Und ja, muss man auf jeden Fall mit im Blick haben, dass das über die Knockout-Schwelle oder über den Basispreis angepasst wird, die ja hier identisch sind. Ja. Genau, danke dir. Dann würde ich nämlich das jetzt anhand meiner Folie noch mal kurz illustrieren. Wie gesagt, bei Aktien ist das meistens nicht so ein Thema. Vereinfacht könnte man sagen, was sind eigentlich Finanzierungskosten? Also vereinfacht können wir Folgendes sagen: Ihr zahlt ja in Anführungsstrichen für Optionsscheine dann nur ein paar Cent und ihr bewegt damit aber eine viel größere Summe am Markt. Also bei Indizes haben wir meistens Bezugsgrenzen von 1 zu 100. Das heißt also, wenn ich nur 1 € einsetze, bewege ich dann 100 € am Markt. Und die anderen 99 €, wenn ihr so wollt, die leiht euch der Emittent. Das heißt also, theoretisch gesehen wäre hier auch die Alternative, ihr nehmt 1 € eigenes Kapital, leiht euch von der Bank 99 € und setzt diese 100 € im Depot ein. Dann hättet ihr im Endeffekt ja Spekulation auf Kredit und dann hättet ihr im Endeffekt euer Kapital dann hundertfach gehebelt. Dann, wenn es aber schief geht, dann also ist euer 1 € weg, die 99 € müsst ihr auch noch an die Bank zurückzahlen. Und das Schöne hier bei den Scheinen ist im Endeffekt, ihr könnt wirklich nur diesen 1 € verlieren. Aber ihr müsst Finanzierungskosten zahlen, also wenn ihr so wollt, Kreditkosten. Ups, so wollte ich. Genau. In diesem Beispiel mal, bei Aktien ist es nicht so relevant, aber bei Indizes, da sind die Refinanzierungskosten zum Beispiel hier 2,5% pro Jahr. Bei einem Basispreis auf dem DAX zum Beispiel bei 12.000 € würde ich also 2,5% durch 365 Tage, um das mal auf einen Tag runterrechnen. Das gibt diese furchtbar kleine Summe von 0,000685 € mal 12.000 Punkte, die ich finanziere, macht also Kosten von 0,82 Punkten pro Tag oder, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, etwa 25 Punkte pro Monat. Das heißt also, wenn sich nichts verändert, dann steigt der Basispreis in einem Monat von 12.000 auf 12.025 Euro bzw. Punkte. Und im Gegenzug natürlich wird dann der Optionsschein immer
kleiner werden, also der Kurs des Optionsscheins. Und deswegen zeigt sie ganz deutlich, sind das keine Produkte, die man sich ins Portfolio legen und dann monatelang da drin liegen lassen kann, weil zum Beispiel nach 4 Monaten wäre dann der Basispreis schon mal 100 Euro höher und dann könnte zum Beispiel das Produkt, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist, dann auch ausnocken. Deswegen hier bei den Indizes entsprechend auch aufpassen. So, Falco, kurzer Einschub. Jetzt haben wir kurz nach 8. Gut, wir haben noch 5 Folien. Ich hoffe, wir versuchen das jetzt einfach nochmal durchzupeitschen, vielleicht nochmal beim nächsten Mal, vielleicht nochmal tiefer reinzugehen. Das ist dann doch schon viel Masse. Wie siehst du das? Wollen wir nochmal durchgehen? Ich zeige am Ende die 2 Vergleiche nochmal auf die Diskontoptionsscheine oder was ist dein Vorschlag hier? Ja, wenn es für dich in Ordnung ist und für euch, liebe Teilnehmer, würden wir das gerne noch weitermachen. Wir haben ja auch heute auch so ein bisschen gedacht, dass wir das Ganze natürlich, ja, die Aufzeichnung ist ja eh da, das heißt also, wir stellen das Ganze ja entsprechend ein. Das heißt also, im Endeffekt ist es ja auch hier eine Grundlagenschulung, die man sich dann auch später mal zu Gemüte führen kann. Für diejenigen von euch, die sagen, jetzt habe ich einen wichtigen Termin, dann, wie gesagt, da sei gerne darauf hingewiesen, dass wir das Ganze auch aufzeichnen. Das heißt, jetzt könnt ihr es weitermachen, aber dann würde ich sagen, den Part kann man entsprechend noch mitnehmen. Und wie gesagt, wir haben sicherlich auch einige, die sagen, nee, die paar Minuten habe ich noch. Das ist ein guter Punkt, Falco. Ich habe auch mal in die Fragebox geschaut. Einige sagen, ja, macht ruhig weiter. Und da wir das eben aufzeichnen und ihr euch das gerne auch nochmal dann in Gänze auf unserer Seite oder auf YouTube oder auf den verschiedenen Kanälen anschauen könnt, uns eingestellt wird, machen wir einfach jetzt hier weiter. Und dann gehen wir da auch nicht mit Raketenspeed durch, sondern wir machen einfach ganz normal weiter hier. Okay, genau. Genau, kommen wir zu einem relativ neueren Produkt, den sogenannten Optionsschein mit Discount. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Discount-Zertifikate. Das heißt ja im Endeffekt, ich kaufe eine Aktie mit Abschlag. Und so ist das ein bisschen auch bei den Optionsscheinen hier. Die Eigenschaft des Produktes ich zahle weniger, als wenn ich einen normalen Optionsschein kaufen würde, also einen klassischen Optionsschein. Im Gegenzug bin ich beim Gewinn nach oben allerdings begrenzt. Das heißt, ich habe einen sogenannten Cap, wie auch beim normalen Discount-Zertifikat. Ich kann mit diesen Produkten eine verhältnismäßig hohe Rendite auch in Seitwärtsphasen generieren. Das ist ja das, was die anderen Optionsscheine eben entsprechend nicht können. Das heißt, ich muss eine relativ kräftige Bewegung nach oben oder nach unten haben, Call oder Put, damit ich entsprechend hier Rendite generiere. Und der Discount-Optionsschein, der kann mir auch eine ordentliche Rendite generieren, auch wenn der Markt oder das Produkt, auf den sich das Ganze bezieht, nur relativ seitwärts tendiert. Deswegen so ein bisschen könnte man sagen, ist wie so ein Discount- oder Bonuszertifikat, aber mit Hebeleffekt, da kann ich entsprechend mehr Rendite mit generieren. Ich habe eine sogenannte untere Grenze, das ist der sogenannte Basispreis, also hier bewegen wir uns nicht anders als beim klassischen Optionsschein, das heißt also nach dem Motto, zu was kann ich das beziehen, wobei hier nicht beziehen gedacht ist, sondern da kommen wir gleich nochmal zu, habe ich im Endeffekt ein Anrecht auf eine Zahlung, die sich ermittelt. Und ich habe eine obere Grenze, also die gesamte Gewinnbegrenzung, das ist der Cap, also die obere Grenze. Am Ende der Laufzeit, auch die Produkte haben eine begrenzte Laufzeit, da bewegen wir uns also ähnlich wie bei den normalen Optionsscheinen, habe ich den Discount Call. Da errechne ich die Rückzahlung, indem ich sage, ich habe diese obere Grenze minus den Basispreis mal Bezugsverhältnis. Und beim Put, da ist es genau andersrum. Aber Achtung, nur dann jeweils, wenn der Basiswert mindestens eben dem Cap entspricht oder weniger. Aber was dann sonst passiert, das zeigen wir euch gleich nochmal im praktischen Beispiel. Aber ich habe euch hier entsprechend zunächst mal ein einfaches Beispiel gebracht. Also wir haben einen Discount Call. Wir gehen wieder auf die gleichen Zahlen zurück wie vorhin. Wir haben einen Basispreis von 80 Euro und einen Cap, also eine Gewinnbegrenzung von 120 Euro. Das Bezugsverhältnis ist 1 zu 10 und dann errechnet sich das folgendermaßen. Angenommen, die Aktie kostet 120 Euro, dann habe ich einen Preis von 3 Euro. Normalerweise würde ein Optionsschein, wenn ihr euch erinnert, kosten 120 Euro, minus 80 Euro macht 40 Euro, also 1 zu 10, 4 Euro. Das heißt, normaler Optionsschein hätte einen inneren Wert hier von 4 Euro, aber dieser Discount-Optionsschein ermittelt euch also einen Rabatt, einen Discount und kostet deswegen deutlich weniger als ein klassischer Optionsschein. Was passiert jetzt am Laufzeitende? Angenommen, die Aktie hat sich gar nicht bewegt. Sie ist bei 120 Euro geblieben. Also ich habe hier mal rechts den Chart mal auch gemacht. Das heißt, von 120 gehen wir runter, wieder hoch.
Dann errechnet sich das Ganze, indem ich dann entsprechend hier auf den Discount rechne, also die 120 Euro der Aktie minus 80 Euro Basispreis mal Bezugsverhältnis, kriege ich also 4 Euro ausgezahlt. 3 Euro habe ich bezahlt, 4 Euro kriege ich raus, 33% Rendite, obwohl die Aktie sich überhaupt nicht bewegt hat. Also eine sehr schöne Seitwärtsrendite, die sich hier zeigt. Wenn ich dann entsprechende Aktie gekauft hätte, logischerweise wäre die Rendite null gewesen. Dividende, ja, möglicherweise, aber wollen wir einfach halt dabei mal außen vor lassen. Das ist entsprechend die Rendite, die sich hier aus der Seitwärtsbewegung gibt. Genau, dann das war dieser kurze Einschub Discount-Optionsschein. Jetzt gebe ich mal kurz zu Herrn Markus, der wollte euch nämlich nochmal ein praktisches Beispiel auf unserer DZ-Derivate-Seite zeigen, was man da dann aktuell so erwirtschaften kann. So, da bin ich schon wieder. Wurde sichtbar, alles gut. Ja, genau, wir wollten euch nochmal zeigen, was denn eigentlich so der Hintergrund ist, weil diese Produkte, Discount-Optionsscheine, Long haben wir jetzt hier gewählt, sind natürlich schicke Produkte für einen seitwärts laufenden Markt oder leicht steigenden oder leicht fallenden, aber man kann eben auch an Seitwärtsmärkten hier hervorragend eine Strategie ausrichten. Und wir haben uns zum einen die SAP, die hatte ich ja vorhin schon als Optionsschein mitgebracht, ausgewählt. Laufzeit auch wieder 2023 und hier der März. Und als zweites Beispiel gleich nochmal das gleiche Laufzeit und ähnliche Parameter für die Deutsche Bank. Und ihr seht hier zum einen schon mal ganz schön in der Überschrift auch, ja, was kann ich maximal erwirtschaften? Was kann ich maximal erzielen? Welchen Betrag, wenn ich am Ende der Laufzeit über den 95 liege? Weil momentan ist es ja so, SAP war bei 90, also wir müssten noch ein bisschen ansteigen auf die über die 95 bis März 23 zum Ende der Laufzeit, damit wir die volle Ausschüttung bekämen. Und dann sehen wir einfach 95 minus 80 sind 15, Bezugsverhältnis ist 0,1. Sind wir also bei 1,50 Euro, könnten wir hier dran verdienen. Und momentan quotiert das Produkt bei 91 Cent auf 93 Cent. Und ist es natürlich klar, dass je höher der Volatilitätseinfluss oder je höher die Volatilität in einem Basiswert ist, desto mehr schlägt der Discount zu Buche. Und im Umkehrschluss habe ich dann auch eine höhere Rendite. Und um euch das mal plastisch zu zeigen, haben wir jetzt hier im Prinzip ein Produkt gewählt, selbe Laufzeit bei der SAP und wir sind unterhalb des Caps. Und wir haben hier unten, das seht ihr, wenn ihr runterscrollt, eine Möglichkeit von knapp, ja, 54% Rendite über die Laufzeit, also absolute Rendite. Und wenn wir uns jetzt die Deutsche Bank anschauen oder den Discount-Optionsschein Long auf die Deutsche Bank, seht ihr dieselbe Laufzeit. Wir sind auch unterhalb des Caps unterwegs, weil die Deutsche Bank, glaube ich, bei 8,3 Euro steht, also wir sind unter den 9. Um dabei nochmal zu zeigen, was können wir hier maximal bekommen? Wir können 9 minus 8, also hier ist der Basispreis 8, sehen die auch hier unten. 9 ist der Cap, 9 minus 8 ist 1, Bezugsverhältnis ist 0,1, also könnte man hier 10 Cent bekommen maximal am Ende der Laufzeit. Und ihr habt eben gesehen, ich springe nochmal zurück, wir könnten 54% mit diesem Produkt erwirtschaften, wenn wir am Laufzeitende über den, was habe ich gesagt, 95 stehen. Und hier nahezu ähnliche Ausgestaltung würden wir 81% bekommen. Wie ist das möglich? Möglich eben dadurch, dass wir hier in der Deutschen Bank eine deutlich höhere Volatilität haben, die dann in diesem Produkt wird ja auch ein Call verkauft, oben bei 9 Euro in dem Fall. Und wir können das im Prinzip, können den Discount hier generieren und können hier eine ganz andere Rendite erwirtschaften. Also man muss sich immer anschauen, welchen Basiswert nehme ich, was hat er für eine Volatilität. Und es macht meistens Sinn, in solche Produkte einzusteigen, wenn da die Volatilität sehr hoch ist, weil wenn die dann rausgeht aus dem Produkt, dann kann ich natürlich schon auch vor Laufzeitende diese Produkte natürlich auch wieder verkaufen. Und diese Beispiele wollten wir euch einfach nochmal mitgebracht haben. Ich denke mal, das reicht zum Überblick. Oder hattest du noch eine Ergänzung, Falco, zu? Höchstens Ergänzung, wie beim normalen Discount-Zertifikat oder Bundeszertifikat, hier Volatilität euer Freund. Das heißt also, ihr solltet diese Produkte gegebenenfalls dann wählen, wenn ihr einen Basiswert habt, der eine hohe implizite Volatilität hat. Wenn die dann zurückgeht, dann ist es gut für euch, weil dann sinkt der Rabatt.
Also der Abschlag und der Discount-Optionsschein, der steigt im Preis. Also das ist dann wieder gut, wenn ihr in diesem Fall ihr also ein Produkt wählt, wo die Volatilität sehr hoch ist und sie geht im Zeitablauf zurück. Also entsprechend dann sind wir hier bei diesen solchen Vola-Plays. Macht zum Beispiel dann Sinn, wenn eine Aktie ordentlich einfach auf den Deckel bekommen hat, die Spekulation am Markt ist hoch und die geht dann so langsam raus. Dann sind die Produkte besonders interessant. Vielleicht nochmal ergänzend, also wenn es natürlich am Laufzeitende hier im März 23 so ausschaut, dass wir mit der SAP unter 80 Euro stehen, dann ist es eben so, dass dann das Kapital weg ist, dann steht da, dann gibt es nichts zurück, dann ist es wertlos, ist der Optionsschein oder Discount-Optionsschein wertlos. Und wenn wir beispielsweise hier bei 90 stehen, ja, dann würden wir eben am Ende 90 minus 80 mal Bezugsverhältnis dann nicht den maximalen Ertrag zurückbekommen hier von, was haben wir gesagt, 1,50 Euro, sondern auch weniger. Aber solange wir uns am Laufzeitende über den 95 Euro bewegen, hätten wir die maximale Rendite eingeloggt. Und da muss man halt auch immer hier nochmal schauen, das kann ich nochmal zeigen. Es gibt natürlich einen Unterschied, ne? Also maximale Rendite ist hier die absolute über die Laufzeit und das wäre dann annualisiert hier. Und würde dann PA ja knapp 100% bringen. Also man hat auch hier die Möglichkeit, schicke Seitwärtsprodukte zu wählen. Man kann natürlich auch die Discount-Optionsschein-Put-Variante oder Short-Variante wählen. Also man muss eben schauen, wo man die Produkte einsetzt und wie sie funktionieren, muss man natürlich dann auch wissen. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, Falco, weil diese Frage kam vorhin zu den Optionsscheinen und den entsprechenden Parametern, wo sie denn auf unserer Internetseite aufzufinden sind, also beispielsweise ein Omega-Hebel. Wir haben ja schon seit längerer Zeit unsere Optionsscheinbroschüre nicht mehr online. Haben wir da die Möglichkeit, irgendwas rauszugeben oder wo würde man jetzt solche Informationen finden? Das wollte ich vorhin noch mitnehmen. Richtig, genau. Also welche Höhe jeweils die Griechen quasi haben, das findet man dann auf der jeweiligen Informationsseite des Optionsscheins. Jetzt kann ich aber nochmal kurz meine Seite zeigen. Das habe ich mich gerade nochmal rausgesucht, kurz einen Moment. Und da gibt es die Möglichkeit, wir hatten nämlich, oder ich hatte meine Optionsscheinbroschüre, ewige Zeit geschrieben, jetzt nochmal auf den aktuellen Stand gebracht. Und zwar, den Link stelle ich euch gleich auch nochmal in den Chat ein. Wenn ihr entsprechend auf unserer DZ-Derivate-Seite geht und dann klickt ihr hier oben auf Info-Service und dann auf Broschüren, nicht auf Basbrück, sondern Broschüren, dann findet ihr hier zu Aktienleihen, Bonuszertifikate, Discount-Zertifikate und dann hier zu den Hebelprodukten, da findet ihr im Endeffekt eine Basisbroschüre. Da ist das Ganze kurz und prägnant nochmal zusammengefasst, sodass ihr entsprechend hier auch die Möglichkeit habt, ja, ich sag mal da Informationen, euch das nochmal ganz normal anzuschauen. Das packe ich euch hier auch nochmal in den Chat rein. So, an alle senden, das funktioniert. Da könnt ihr entsprechend dann diese Broschüre auch nochmal runterladen und euch das Ganze auch nochmal weiter zu Gemüte führen, für den, gesagt, er will das Ganze dann auch mal auf der schriftlichen Seite haben. Gut, dann jetzt die Frage, ohne euer Geduld überstrapazieren, sind da noch Fragen offen geblieben, Markus? Hast du noch welche also gesehen? Ich hab's verfolgt. Also wir hatten heute wirklich ganz hohe rege Beteiligung und ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet und ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt die eine oder andere nochmal von den, ich würde mal sagen, hunderten von Fragen jetzt aufzuforsten. Ich glaube, wir haben schon, ich habe einiges auf der Textspur beantwortet. Du eben auch verbal. Wir haben versucht, eine ganz gute Mischung hinzubekommen zwischen Theorie und Praxis. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze dann auch nochmal Revue passieren lässt mit den Folien, die ja dann nochmal ins Archiv gestellt werden und das ganze Webinar, dann denke ich mal, müsste es fein sein. Genau, ansonsten, wir gucken nochmal durch, falls wir nochmal Sachen finden, verweisen wir uns gerne nochmal auf die Abgangsmail, die wir euch ja dann am Dienstag, am Mittwoch zur Verfügung stellen. Auch da nochmal die Zusammenfassung, da würden wir eventuell, wenn noch Fragen offen sind, das auf der Art und Weise machen. Ansonsten würde ich jetzt an dich, Markus, nochmal geben für die Abschlussfolien und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank für eures Zuhören und ja, hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Perfekt, du kannst ja nochmal in die Fragebox reingucken, ob dir die ein oder andere beantworten kannst. Ich bringe nochmal die Schlussfolie auf den Schirm, was nächste Woche ansteht. Du übernimmst ja nächste Woche die Moderation und das Webinar und da geht es um das Thema, wie gesagt, am 1.8.22 zur gewohnten Zeit 19 Uhr. Da ist der Benjamin Feingold von Feingold Research bei uns zu Gast und das Thema
wird sein, ja, fundamentale Marktanalyse und Unterthema eher, droht uns eine Rezession und wie könnte die Depotaufstellung fürs zweite Halbjahr hier aussehen. Und würde uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, die Nachfrage war da und am Ende kann man es nicht ganz genau timen und wir hatten noch viele, viele Fragen und danken euch, dass ihr da auch durchgehalten habt bis zum Ende. Wir wünschen euch einen fantastischen Abend noch mit ein bisschen Restsonne und vielleicht auch noch ein bisschen frische Luft, luftigen Feierabend. Ja, danke, Falco, vielmals fürs Durchführen durch die ganzen Folien, viel Theorie. Und wir hoffen, wir haben den richtigen Mix heute gefunden. Wünschen einen schönen Abend und ich sage schon mal Tschüss und eine erfolgreiche Handelswoche. Genau, auch von meiner Seite, hoffe, wir konnten euch einiges mitgeben. Es war viel Stoff, immer schwierig, das so zu timen. Aber wie gesagt, wenn Fragen sind, dann schreibt uns gerne. Und ansonsten gerne nochmal die Aufzeichnung, die kann man sich dann auch häppchenweise anschauen. Auch von mir, schönen Abend euch.